Und da bin ich wieder, da sind wir wieder, wir sind wieder wir. Vis-à-vis. Nusa wie, wo nu? Nusa weg. Ja, da bin ich, was geschieht? Da bin ich, ja. So, let's go. Wir haben hier zwei Lorennetzwerke. Wir haben zum einen diesen Spawn-Lorennetzwerk, den JK1 gebaut hat. Was hat gerade? In jahrelanger Feinarbeit, hier das Ding. Das hier unser zentraler Bahnhof. Das genau, hier geht auch so ein Bahnhof. Aber hier sind so Sichtblöcke, also Barriereblöcke oder wie die heißen, weiß ich gar nicht mehr. Hätte sie natürlich konsequent auch hier hinbauen müssen. In dem Moment, wenn sie es da blockiert, dann wäre es natürlich auch günstig, das hier so solche Eingänge zu blockieren. Ansonsten wäre die Frage, wenn sie es da nicht gemacht hat, warum hat sie es denn hier gemacht? Wahrscheinlich, damit er nicht hier einfach sich verläuft oder so. Wobei, wer läuft, wer so. Egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, hier sind diese Barriereblöcke drin. Das heißt, man kann hier nicht in die Tunnel reingehen. So, und hier war. Was ist denn das hier? Ist das Stuff von der JK1? Geklaut, ne? Schnell weg hier. Ja. Okay. Oh, gebratene Kartoffel. Kommt denn die her? Oh. Hä? Okay. Danke. Danke. So. Packen wir mal wieder zurück hier. Mich wundert es gerade, war das nicht so, dass man die unteren Kisten nicht öffnen konnte, wenn da drüber Objekte waren? Oder waren das nur, wenn da drüber Blöcke waren? Also, öffnen konnte man sie schon, aber die Animation wurde dann nicht abgespielt. Oder irgendwie so war das doch. Wer weiß, so, wo war jetzt die Lorenwagen? Man könnte doch hier irgendwie Lorenwagen sich klauen. Snack für lange Reise. Lorenrückgabe, genau hier. So. Ach, man musste dafür bezahlen. Ja, es gibt nichts umsonst, außer für mich. Give me MCL, wie war das? MCL, Minecarts? Nein. Mal probieren. Minecarts und dann Minecart. Ah, funktioniert, aber wollte ich gerade gar nicht machen. Ich wollte mir eigentlich Coins geben. Das habe ich mir mit meinem Card gegeben. Oh, gut auch. So, Richtung Hotel. Und bin mal gespannt, vor allen Dingen, wie auch die Performance ist beim Fahren. Okay, ich sehe gerade jetzt immer noch beschissen. Oh. Wir sind wieder da. Also, mal mit Speed hier. Wum, wum, yeah, Remix. Ja, wobei geht eigentlich, ne? Also, so viele Stöcke haben wir jetzt gar nicht. Ah, diese Achterbahn. Oh, ist das geil. Schön. Okay, also doch, die Performance geht doch echt gut. Weil er gerade sich kurz zurückgesetzt hat, deswegen dachte ich, oh Gott, Katastrophe. Aber nee, geht echt gut. Okay, hier fehlt was. Was ist denn hier in die Richtung? Hier soll ein Hotel sein. Aber was für ein Hotel? Oh, oh, ist nicht hier. Oh, wow, kenne ich noch gar nicht. What the fuck? Also die oberen beiden und der unterste Name sagen mir sogar noch was. Wenn sich jetzt Hacker genannt hat, weiß ich zwar jetzt gerade nicht mehr, aber. Okay, wow. Oh, ja, okay, das ist wieder. Also ich bin jetzt kein Architektur- und kein Statikmeister, aber ich glaube mal, das wird so nicht funktionieren. Okay, cool. Cool. Okay, das ist. Also vor allem das Gebäude sieht halt super modern aus, ne? Gut, hier müssen die vielleicht noch ein bisschen wahrscheinlich eher so Schrägen verwenden, aber ich glaube, aus dem Material gibt es gar keine Schrägen oder irgendwie so. Ja, ist dann immer ein bisschen problematisch. Oh, guck mal, das ist ein kleines. Jung. Oh.
Okay, hier brennt ein bisschen wenig. Mann, was war das für ein Krach? So. Ach, das Hotel meint sie vielleicht. Okay, das kann natürlich sein. Einmal zu weit. Das kann natürlich sein, dass sie das Hotel meint damit. Ja, genau, ja, hier, genau, hier. Hier ist ein Abzweig. Genau, zum Hotel, ja, okay. Ja, wer liest, kann es klar im Vorteil. Oh, sieht das hier geil aus. Schön. Hey, hier fliegt Redstone. Ach nee. Wow, man kann Redstone auch auf Slabs platzieren? Cool. Sieht sehr interessant aus so. Hä? Wie cool ist das denn? Ah, oh, finde ich ja direkt geil. Das finde ich ja direkt geil, Alter. Oh, schönes Ding. Oh, ich will aber jetzt noch was. Schönes Ding. Das ist sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Gut, dann, ich muss aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Ne, beim Einschlagen des Fahrzeugs. Aber weil ich atmen bin, kann ich überall was kaputt machen. So viel Verantwortung. Ja, aber mit der Lore funktioniert echt gut, ne? Wow. Ah, gerade hat er wieder gestockert. Aber das ist echt minimal. Das kann man. Das ist super geil. Ja, hier zum Beispiel, ne? Bei den Gleisen gerade. Kann ich halt super leicht abbauen. Okay, doch. So schnell doch nicht. Aber, naja. So, das geht nach Richtung Angeltown. Lilienthal. Ah, das war die Strecke, die ich euch eigentlich ursprünglich zeigen wollte, glaube ich. Genau, das hier geht einmal Richtung Spawn und dann am Spawn nämlich rechts weiter. Ist, glaube ich, auch unsere längste Strecke. Okay, ich brauche mal ein bisschen mehr Juice hier. Gebiet. Ah, nice. Oh, wie gut das funktioniert. Oh, ist das geil. Ja, ist doch top. Der schöne Teich. Ach ja. Nach links war gerade noch ein Abzweig. Cool, funktioniert echt schön. Wie gesagt, ab und zu wird der Minecart auch zurückgesetzt, aber das kann man nicht verhindern. Oh, da ist ein Baum. Na gut. Oh. Okay, Minecart ist immer noch nicht ganz perfekt, sehe ich gerade. Dieser Bug ist leider immer noch vorhanden. Gut, dann laufen wir. Bin ich sowieso schneller. Lalalala, wow. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Nee, weil ich persönlich, wenn mir Bäume im Weg sind, dann baue ich der gerne komplett ab. Damit halt nicht sowas hier ist. Wobei der ist komplett abgebaut, aber die Blätter despawnen nicht, weil die noch zu viele andere Bäume sind. Genau, Lilienthal. Mit der schönen Lavafront da hinten. Sehr schnick. Hier war auch irgendwo das Labyrinth, ne? Genau, da hinten. Hier war auch noch ein Haus. Oh, Alter. Das hat er, genau, Lilie gebaut. Das große Labyrinth. Da weiß ich nicht, ob sie das alleine gebaut hat oder ob sie das überhaupt gebaut hat oder ob das jemand anderes gebaut hat. Das bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Autsch. Genau, hier war ihre ursprüngliche oder immer noch ihre Heimat. Ihr Haus. Aber guck mal, was sie so alles hat hier. Ah, okay. Siehst du, da drüben sind jetzt harte Blöcke. Und die Kisten kann man gar nicht mehr öffnen. Ah, okay. Die hier kann man öffnen, aber die hier oben kann man nicht mehr öffnen. Okay. Das heißt, da kommt sie nie wieder ran. Also, außer sie baut beim Glück ab. Alles leer, was ist hier los? Voll lukrativ hier. Ah, gut. Oh.
Oha. Das ist aber ein hässlicher Grafikfehler hier. An der rechten Seite hier ist ja wickel. Na gut. Hast aber immer, wenn du durch Blöcke durchgehen kannst. Vorsicht, vor mal trinken. Wo? Oh, sie will ertrinken. Hä? Man kann ja gar nicht ertrinken. Oh. Ich glaube, ich weiß, was sie meint. Man kommt ja nicht mehr raus. Well, that's a little bit. Hilfe! 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 I guess we are fucked up. Spawn. Gut. Jetzt war das auch geklärt. geil. So, genau, dann haben wir schon mal die Seite. Was noch? Es war ja irgendwie. Lass mich raus. Ich weiß gar nicht mehr, wo der große. Die hatten, ich glaube, in die Richtung hier gab es so eine ganz große Burg, wo auch sehr viele Leute mitgearbeitet haben. Komm hoch hier, hoch hier, hoch, 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 hoch. Lalalala. Bumm. Ach ja, da gibt es auch noch so, Alter. Es gibt so viele Sachen hier zu sehen und zu erleben. Das glaubt man immer gar nicht, Alter. Oh. Okay, das sieht schon geil aus. Das sieht schon echt sehr. Oh. Das sieht schon echt sick aus. Cool. Jo, gut, hier ist jetzt einfach eine einfache Mine zum Abbauen von abbaubaren Sachen. Wobei ich sehe gerade, sehr gefährlich, das ganze Ding ist nicht protected. Sollte ich das protecten? Oh. Ich weiß ja nicht. So, mal das gucken. Ach, stimmt, da oben war ja auch noch was. Alter, hier ist einfach zu viel Stuff. Hier ist einfach zu viel guter Stuff. Wo komme ich denn hier hin? Wisst ihr, wir wollten uns noch die ganzen anderen Bahnlinien angucken, ne? Autsch, voll gegengesemmelt. Ah ja, das war das Hotel, was Lilia gebaut hat zuletzt. Ich weiß gar nicht, ja genau, da war sie noch mittendrin. Da hat sie sich ja so ein bisschen übernommen. Sie wollte ja immer gleich ganz groß bauen und aus dem ganz groß bauen ist dann. Ja. Sehr schnell Überarbeitung entstanden. Da hinten, genau, das war das erste große gebaute von ihr. So eine große Burg, wo ich ihr auch tatkräftig geholfen habe, hier so mit Graspflanzen und so ein Zeug. Ja. Wo ist hier der Eingang, sag mal? Sollte eine Burg nicht mal einen Eingang haben? Okay, dann halt nicht. Genau, da sie denn damit so weit fertig war, dass sie gesagt hat, kein Bock mehr, hat sie dann hiermit angefangen. Klein Venedig. Stimmt, genau, Venedig sollte es sein. Genau, die Stadt im Wasser. Deswegen hier auch überall diese großen, ne? Deswegen halt diese Inseln viel mehr im Wasser. Genau so rum. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer Momo war. Aber ich glaube, Momo war ihr Zweit-Account oder irgendwie so. Genau, doch, ja doch. Momo war ihr Zweit-Account. Ja, ganz geil.
Schöne Aussichten. Gut, dann gehen wir nochmal zum Spawn. Dann will ich jetzt auch nochmal die andere Strecke abfahren. So, wir waren hier. Als nächstes kommt dann das hier. Achso, halt. Richtung Konya. Heißt das nicht Cognac? Ich kenne mich jetzt bei den Spirituosen nicht so sehr aus, aber... Bin ich mal gespannt, wo das hingeht. Hinführt. Und Cognac sagt mir zwar was, aber kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen. Ah, hier geht es an dem schönen Haus vorbei. An dem Tempel. Der ExxonMobil-Tempel. So. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Wolken viel zu tief sind. Ich würde die Wolken zum einen von der Größe her größer machen und dann aber auch wesentlich höher setzen. Dass sie halt auch wirklich auf der Ebene 1000 oder sowas rumfliegen. Oh, Alter, boah, direkt Gehirnschaden. Ach ja, die Strecke gab es ja auch noch. Oh mein Gott. Ja, dass die Wolken halt, ne, dass sie. Dass wenn man nach oben baut, man nicht direkt in den Wolken drin steckt oder so. Na, komm her. Danke. Das ist aber nicht das Gebäude, was ich gemeint hatte. Das hier war von. Ich weiß gar nicht mehr, wer hier alles mitgebaut hatte. Weiß ja auch ganz schön abonniert aussieht, das ist ein halber Baum. Ja, von so ein Glas wegen bin ich ja generell nicht so ein Freund. Ich finde das immer optisch so ein bisschen komisch. Allgemein Wege, die einfach in der Luft sind, also die nicht gestützt werden, bin ich ja eh kein so großer Fan von eigentlich. Aber gut, ist ja hier, ist ja nicht mein Gebiet, kann ja jeder so bauen, wer möchte, ne? Ist es nicht so, dass ich ihn jetzt extra deswegen vom Server bannen würde? Das wäre ein bisschen sehr dumm. Ja, also. So, nächster Abzweig geht nach Klein-Venedig, da waren wir schon. U-Bahn alle Richtung. Okay, let's go. Boah, die Steine sehen schon mal geil aus. Wow, geht der richtig tief runter. Wow, der geht da bis auf Level 0 hier. Also, auf Lava-Ebene. Ach ja, das Ding hier. Oh, stimmt ja. Der hat der JJK1 auch eine ganze Weile lang gearbeitet. Wobei ich gar nicht weiß, ob sie hier World Edit genutzt hat. Das weiß ich gerade gar nicht. Kann sogar sein, dass sie das mit World Edit gebaut hat. Weiß ich gerade nicht. Gott, schon lange auf Tunnel hier, gell? Der wird ja meine Bitrate gleich ins Unendliche schießen. Ist nämlich vielleicht fest, habe ich eigentlich auch 60 FPS. Plus 60 FPS. Oh, das ist. Ah, sieht ja sehr interessant aus. Oder war da war ein Abzweig, gell? Halt! Ach ja, das Ding gibt es ja auch noch. Wo sind wir denn hier eigentlich? War das hier JJK1 Heim? Oder war das was anderes? Doch, das ist 100 JJK1. Ja genau, da hinten ist das Schaf. Ja! Oh Gott, ey. Eieieiei. Ja. Ah,
Ah, die Tiere leben sogar alle noch. Lol. Achso, hier ist auch richtig ein Spawner. Okay. Lol. Von hier oben pisse ich immer auf die Leute. War ein Zitat von JK1. Ich schwöre, voila, habibibi. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was gab's denn hier alles? Genau, sie hatte hier so diverse kleine Häuser. Autsch. Okay. Ach ja, hier, war hier drunter nicht ihre riesige Farm? Ich glaube ja. Oder auch nicht. Was ist das? Brr, war schon laut. Und ja, bevor jetzt kommt, ja, Ronny geht doch mal mit Noclip lang, guck mal unter der Erde. Nein, mache ich natürlich nicht. Wenn die Leute es nicht begehbar machen, dann hat es auch einen Grund. Ja. Okay, aber schön. Boah, Alter, das ist laut. Getauft am 18. Macht man das normalerweise ein bisschen sichtbarer? Zur Base. Hat jetzt sogar alles beschriftet hier. Lol. Boah, schöne Lichter. Oh, sie sind schon. Ah, ja, das Ding. Oh. Hä? Diese Itemfilme sind irgendwie alle ein bisschen defekt, ne? Hier spawnen immer Sachen. Also die Sachen, die da drinnen sind, spawnen halt nochmal davor. Ist das so? Weil ich habe gelesen, dass die diese Item-Frames überarbeitet haben, weil es halt da früher Probleme gab, dass diese Objekte in den Item-Frames nach einer Weile verschwunden sind. Und das wollen sie wohl gefixt haben. Nicht, dass dabei jetzt neue Fehler entstanden sind, die dafür sorgen, dass na, wisst ihr schon, dass jetzt quasi die Items dafür gedroppt werden immer. Nö, jetzt nicht mehr. Ist also immer nur einmalig. Oh, guck mal da hinten. Danke, JK1. Ich fühle mich hier tief verbunden. Oh, so viel Free-Stuff hier. Woo! Und jetzt kommt JK1 in die Kommentare. Das wollte ich doch machen. Ah, cool das Ganze hier. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Genau, hier ihre ganzen automatisierten Farben. Es ist alles. Oh, ist das cool. Was ist denn hier los? Warum ist da Lava? Ist das die Zelle für die ganz bösen Jungs oder was? Okay. Interessant. Oh, noch mehr. Noch mehr Free-Stuff. Oh. Ja, stimmt. Die Dinger, die funktionieren gar nicht mehr so schön. Die machen gar nicht mehr alles. Ist mir auch schon aufgefallen, wo ich auch Sachen bauen wollte, dass das gar nicht mehr so gut funktioniert alles. Was war das jetzt hier eigentlich? Okay. Banner-Tutorial. Jeweils ein Banner wird mit einer Farbe und einem Muster-Item gecraftet. Es kann auch farbige Wolle in einer bestimmten Anordnung zu einem Banner verwendet werden. Es können mehrere Muster kombiniert werden. Ah. Ah. Achso. Ah, ah. Okay. Wow. Ich bin dezent überfordert. Ho. Oh. Achso, genau, das, bevor wir gerade reingekommen sind. Achso, das heißt, das hier ist auch ihr Haupthaus. Okay, verstehe. Bitte eine Spende! Oh, hier sind ja die Sachen von dir selber. Von daher. Oh Mann. Hä? Ist ja alles hier. Oh, ich wurde beschissen. Hier ist alles mit leichten Gebrauchsspuren auf eBay. Hä? Und die Hälfte davon ist aber schon kaputt. Ich wollte eigentlich. Hey, hallo? Sag doch mal runter hier bitte. Danke. Kann sie alles wieder haben hier. Ihren ganzen Scheiß hier.
So ein Dreck klatscht mir das Inventar voll, ich glaub's ja. Yippie, yippie, yay. Schweinebacke. So, perfekt. So, Trauminsel, Harrys Insel, Harrys Haus. Skyns Haus, Mittelalter. Exos Haus. Ah. Ach ja, genau, das ist ja auch das Ding hier am Spawn. Boah, Leute, das ist so viel. Diese Travel-Netzwerke, das ist ja sowas von. Holy shit. Oh mein Gott. Ja, das ist mir definitiv too much. Ich guck nur gerade, weil JJK1 hatte irgendwo auch eine richtige, riesige Farming-Base, die auch ja relativ cool war. Jetzt gucke ich gerade, ob ich die hier finde. Weil das war, glaube ich, auch hier bei ihrer Base mit bei. Was ist das Ding hier, was nicht mehr funktioniert? Ja, ist natürlich sehr schade, dass das nicht mehr funktioniert. Guck mal, hier geht auch was weiter. Ah, ne. Alle Türen schließen und sperren. Ja, funktioniert echt gut. Alle Türen schließen und sperren, ist richtig. Also ne, man sieht schon, manche Sachen haben sich doch ein bisschen geändert über die Zeit. Funktioniert nicht mehr alles, so wie es mal geplant war. Einfach Bone Meal in den Werfer hinter der Blume legen. Und Schalter umlegen. Ja, ist aber ein bisschen leer. Hä? Habe ich mich für doch nicht getäuscht, dass das Ding auf einmal weg war. Das ist ja also wirklich für böse Jungs. Ja, da ist Lava drinne. Ah, lol. Okay. auf einmal habe ich Angst vor ihr. Vor ihm. War eine er oder war er eine sie? Ja, das geht auch alles nicht mehr. Achso. Ja, okay. Ja, das ist natürlich schade, dass sowas hier alles nicht mehr funktioniert. Oh, ja, schon wieder Items, die ich bekomme hier. Ja, ist überall, ist bei allen. Okay. Oh, dieses Eisding hier. Ah, ist auch sehr geil geworden. Da hatte ich auch einmal zugeguckt gehabt, wo sie das gebaut hat. Das ist ja wirklich sehr geil gewesen. Warte mal kurz, ich will mal kurz ein bisschen offscreen, also so, dass ihr es nicht seht. So. Jetzt gehe ich mal doch unter die Erde. Hm? Und guck mal, wo ihre große Base war, wo ihre große Farming Base. Ob man da als normaler Spieler hin darf. Oder ob sie das extra. Boah, Alter. Oder ob sie es extra so gebaut hat, dass man da nicht hinkommt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Ding so groß aussah. Oh mein Gott, ist das alles viel. Okay, also das sind alles Sachen, okay. Das sind alles Sachen, die man über diesen Raum hier erreichen kann, aber halt über diese Glasdinger, die allesamt nicht mehr funktionieren. Jetzt kann ich natürlich sagen, dadurch, dass sie ja normalerweise funktionieren sollen, können wir das einfach mal durchgehen. Ja? So ungefähr. Entschuldigung, kommt man nämlich hier in ihren großen Lagerraum, der halt schon echt sick aussieht. So muss ein Lager aussehen. Hat sie mir auch ganz stolz vorgeführt, weil es sieht halt einfach geil aus, muss man schon sagen. JZK1, der Typ, der hat echt einen großartigen Baustil. Hier geht's auch noch runter. Okay. Ach
Ja, war ja auch noch so ein Wassertransportweg, ne? Wobei ich da gerade kein Wasser sehe. Wie kommt man da überhaupt hin? Das war hier irgendwo, ne? Müsst irgendwo dahinter sein. Oh, TNT! 9 Stück! Wenn da bei reinkommt. Ah, hier fährt er weiter. Paar Melonen. Aber das ist noch nicht tatsächlich, was ich meinte. Weil sie hatte auch irgendwo eine automatische Farm. Er. Warum sage ich bei ihm immer noch ihr? Hat sich bei mir, ich habe ihn halt kennengelernt, da wusste ich halt nicht, da, ich weiß gar nicht, hört euch kein, weil einer ist, oder nicht wahr, sondern ist einer meiner ältesten Spieler überhaupt. Der war ja auch noch bei der alten, also die Welt, die ich als allererstes gehabt habe. Da war er ja auch schon mit dabei und war dann mit einer anderen meistens unterwegs, die dann aber. Also die er nicht mehr weitergespielt hat auf meinen Servern, weil weiß ich gerade gar nicht mehr, warum, wie das kam. Aber auf jeden Fall, weil sie halt eine weibliche Person war, habe ich ihn auch mal mit einer weiblichen Person assoziiert. Und deswegen hat sich dieses so bei mir eingebrannt, dass er eine Frau ist. Oder eine weibliche Person. Deswegen, ja, ich glaube, das wird bei mir auch nie so wirklich rausgehen. Naja. Damit wird er wohl bis an das Rest seines Lebens aber erleben müssen. Er ist für mich bis heute eine hotte Lady. Was? Gut, ich darf das sagen. Mittlerweile müsste er, glaube ich, volljährig sein. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Was ist hier? Genau. Hier hatte ja JJK1 immer relativ viele Probleme, weil die Tiere immer irgendwie durchgeglitscht sind oder irgendwelche andere Sachen immer waren, dass sie immer despawned sind oder sich umgebracht haben. So, ne, so suizidgefährdet. Gut, in den kleinen Käfigen auch kein Wunder. Aber ja, irgendwie war da irgendwie immer was. Hier muss ja irgendwo diese automatische Farm sein, so laut wie das ist. Oh, da ist ein Item, was es nicht mehr gibt. Okay, warte ganz kurz. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier. Oder ich beende an der Stelle mal kurz die Folge. Ist ja sowieso schon 30. Und dann gucke ich mal kurz, ob ich das finde, was ich suche. Jetzt sage ich die ganze Zeit nur noch Sachen von JJK1. Aber der baut halt so cool, der Typ. Er ist halt. Is a God in Building. Ah, ich glaube, Master Warcraft hieß der andere, der den Spawn gebaut hat. Ja, doch, glaube Master Warcraft hieß der. Der hatte sich ja auch sehr häufig mit JJK1 im Gehege, im Gehänge, im Ge, wie sagt man? Im Ge, also die haben sich relativ häufig gebieft, weil Master Warcraft doch sehr eigenwillig war, was Bauten anging. Wenn er irgendwas gebaut hat, dann am besten er alleine, weil. Er hat halt sehr viele Visionen von Gebäuden oder sehr viele Baupläne und er will den dann halt auch direkt so umsetzen. Was ich natürlich völlig verstehen kann. Ja? Also ist es nicht so, dass er deswegen jetzt irgendwie. Also dass es in dem Sinne schlecht wäre. Es ist halt nur ungeeignet, wenn man halt so einen Server baut, wo halt mehrere mitbauen wollen. Weil jeder hat halt seine Vorstellungen. Und das ist dann, die kollidieren halt ab und zu ein bisschen. Und deswegen gab es halt damals auch so ein extrem Beef zwischen JJK1 und Master Warcraft. So hieß er, glaube ich. Und ja, dementsprechend ist dann ja Master Warcraft auch gegangen. Da habe ich ihn ja freundlich drum gebeten, glaube. Oder JJK1 hatte ihn drum gebeten. Oder nee, JJK1 hat ein Ultimatum gestellt gehabt, genau. Irgendwie so, keine Ahnung. Ist schon lange her. Also super lange her. Und ja, dementsprechend. Genau, hat sich der Master Warcraft relativ weit zurückgezogen. Er hat dann ja auch seinen eigenen Server später gehabt bei mir. Diesen Halloween-Server. Und ja. Den ich auch noch habe. Ne? Also der kann auch wieder online kommen, wenn sich Master Warcraft wieder meldet bei mir. Ja, genau. Gut. Bis zur nächsten Folge.